Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wie in der Ja. letzten Folge, ja, genau, wie in der letzten Folge gesagt, habe ich hier ein bisschen mein Zeug zerlegt, habe ein bisschen gehandelt, habe aber eigentlich bloß irgendwas verkauft, weil ich weiß gar nicht, da jetzt noch irgendwas zu kaufen, nachdem wir den Rucksack schon glücklicherweise beim ersten Händler gefunden haben, macht Was? eigentlich nicht allzu viel Sinn. Ja, ist ja gut, Mensch, soll ich mal mit dir reden, Wenn ihr hier Prätorianer? seid, um zu handeln, solltet ihr den Markt oder das Arkadium aufsuchen. Okay. Ansonsten fasst einfach nichts an. Okay, dann fassen wir also nichts an. Aber eigentlich wollen wir ja zum Templer Octien, weil dem wollen wir das Handwerk legen. Und dieses Rechtssystem der Gnome ist doch schon gar merkwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann ihm nämlich nur dann die Schlinge um den Hals ziehen, wenn er selbst gesteht, dass er merkwürdige und verachtenswerte Experimente in Auftrag gegeben hat. Tja. Und jetzt müssen wir zu Octien, das hat uns jedenfalls die nette Templerin Ja. gesagt, beziehungsweise weiß gar nicht, ihr Gehilfe. Sie selber durfte ja nicht sprechen. Und nun müssen wir zu Octien gehen. Wo wohnt denn der? Die Inseln, wohnt er in den Inseln? Guck mal einer an. Das habe ich irgendwie in der letzten Folge gar nicht mitgeschnitten. Ach, guck mal, da ist schon wieder jemand mit einem Quest. Das ist ja wirklich grausam. Lass uns mal gucken, da gibt es, glaube ich, auch irgendjemand, der uns was beibringen kann. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier auf die Karte. Das tue ich ja gerne, das wisst ihr. Und der ist irgendwo da hinten. Ah, das sind Tills Brüder. Das will ich doch gar nicht. Ich will zum Octien, zum Kuckuck aber auch. Wie schaffe ich denn das jetzt? So. Schlecht vorbereitet, ganz deutlich. Mächtige Feinde, mit Octien sprechen. Ich wollte Tempel Octien gerade. Ja, genau. Wo wohnt der denn? Bruder Tills Bücher beschaffen. Das ist doch nicht die Quest, die ich gerade. Hä? Sag mal, I hate it. Weltkarte. Wo steckt denn der? Ja, shit. Quests. Du bist doch aktiv. Na ja, gut, dann laufen wir da jetzt einfach mal hin. Vielleicht narrt uns das ein bisschen. Die Frage ist, muss ich außen rumlaufen oder muss ich da rein? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Mein Gott, man ist so sehr gewöhnt an die Questzeichen. Aber möglicherweise ist da sowohl der Ja. Templer als eben auch die Bücher. Nein, ich spreche jetzt nicht mit euch. Ich will wissen, ob ich hier genarrt werde. Weil möglicherweise finden wir hier beides, Bücher und den. Weil es hieß ja, er sei im Livarium. Also so gesehen sind wir eigentlich schon richtig. Und die Brüder vom guten Till, ah ja, wunderbar. Die Bücher vom guten Till sind mir eigentlich egal. Mit Octien sprechen. Also gut, machen wir gerade mal geradeaus. Wir bleiben jetzt ein bisschen bei der Hauptquest. Ich sammle keine neuen Quests vorerst ein, sondern ich will jetzt erstmal mit dem Octien sprechen. Ja, genau. Da ist Bruder Tills Buch. Aber ich bin mal gespannt, wie können wir ihn denn dazu bewegen, dass er uns. Da ist er. Wie können wir ihn dazu bewegen? Ne, wir plündern jetzt nicht, dass er das selbst gesteht. Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch geklaut. Ja. Wird man noch nicht mal erwischt werden, aber egal. Wir sprechen jetzt mit Octien. Hallo, Octien. Ihr seid am Leben. Welch unerwartete und ausgesprochen missliche Wendung. Was? Der gibt sich noch nicht mal Mühe, seine Enttäuschung zu tarnen. Ich glaube, ich spinne. Sag mal, was hast denn du erwartet? Zunächst einmal hatte ich erwartet, dass ihr in irgendeiner Sandgrube verrottet als Mahlzeit für die Aasfresser. Ihr müsst es verstehen. Ihr und ich, wir sind uns ähnlich. Alles, was wir wollen, ist, dass diese Angelegenheit endlich beendet ist. So. Naja, aber ich habe eure Häscher getötet. Die Mitglieder der Weißen Hand sind alles andere als Schläger. Allein sie aufzutreiben hat mich schon ein kleines Vermögen gekostet. Eines, von dem ich erwarte, dass es nach diesem Fehlschlag zurückerstattet wird. Tja, jetzt bringt mich mal zu Ventrinio. Sonst was? Erschlagt ihr mich, weil ihr von eurer mörderischen Wut überwältigt werdet? Das ist so typisch. Eure Art ist ebenso berechenbar wie dumm. Aber ich fürchte, ihr werdet feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, mich zu töten. Was auf euch jedoch bedauerlicherweise nicht zutrifft. Okay, ich glaube, wir müssen Greift mich in kämpfen. dieser Stadt an und ich werde mich nicht damit zufrieden geben, euch in Ketten legen zu lassen. Oh nein, ich werde euch den Scholaren in der Basilika übergeben, zu Forschungszwecken.
Okay, und weshalb seid ihr schwer zu töten? Naja, ich vermute mal, weil er haufenweise, Schläger hat, die ihm helfen. Meine lange Karriere als Förderer von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Belebung hat mir gewisse Vorteile eingebracht. Man könnte sagen, ich bin ein wenig widerstandsfähiger als die meisten eurer Gegner. Oh, ihr habt echt an alles gedacht? Ich muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass ich Hughes mit euch verbünden würde, um mich zu erpressen. Sein Gewissen war eigentlich immer sein größtes Problem. Aber nun wird Ventrenio die Forschungsarbeiten am Quell übernehmen. Er hat keine derartigen Schwächen. Vielleicht werde ich ihm sogar euren Leichnam zur Untersuchung überlassen. Immerhin wart ihr ja seine Assistentin, Was? Als ihr das erste Mal gestorben seid. Es wäre bestimmt ein schönes Wiedersehen. Ach, guck mal an, der weiß was über uns. Ach du Jesus, mir fällt's mir gerade ein, der Jus hat uns ja erzählt, dass Ventrinio eine Assistentin hatte, die irgendwie so toll war. Und das sollen wir gewesen sein? Ihr wisst, wie ich starb? Aber natürlich. Und es ist wirklich zu schade, dass ihr es nie erfahren werdet. Okay, ich glaube, wir müssen kämpfen. Müssen wir kämpfen? Wir müssen kämpfen. Jetzt machen wir erstmal hier diese Schutzherrschaften kaputt. So, komm her, komm. Octiens Schutz. Naja, gut, also. Die machen uns jetzt keine großen Probleme. Aber ganz offensichtlich ist das mit dem Octien nicht ganz so einfach. Lass uns mal nach da oben gehen. Ist der jetzt nach oben geflüchtet oder wie? Oder komme ich hier wieder raus? Gerüst? Wo muss ich denn jetzt lang, um Gottes Willen? Na, so kriege ich den doch nie dazu. Ja, getroffen. Oh. Da sind... Oh Gott, was passiert hier jetzt? Du bist ein Bossgegner, hä? Oh, oh, oh. Komm her. Komm her. Komm, ich schlag dich, Freund. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir müssen hier mal ganz kurz einen Heiltrank nehmen. Was haben wir hier denn noch? Großer Mana-Trank, Lebensregeneration. Na gut, der große reicht erstmal. Ey, wieso? Okay, also dann sehe ich schon, ich komme hier in einen Bosskampf. Wo ist denn der jetzt? Jetzt ist die Kamera wieder so komisch. Attentäter der weißen Hand. Ah ja, es war zu erwarten. Vielleicht sollte ich mal ganz gleich meinen guten Leroy holen. Okay. Aber so kriege ich den doch nie dazu, dass er gesteht, oder? Komm her. Komm her, Optien. Oh, 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 oh. Ah, scheiße, der trifft mich hier mit irgendwas, was sehr unangenehm ist. Ja, das hat gewirkt. Oh Mann, da stehen die auch noch überall. Der hat ganz schön viel Leben, hey. Ja, weg da, Shin. Uah. Meine Fresse. Okay. Dann nehmen wir mal einen Trank der Lebensregeneration. Komm her, Optien. Im Augenblick... ist unser guter Leroy ein bisschen unpässlich, habe ich so den Eindruck. Komm mal her. Mal gucken, vielleicht können wir die einfach... Ah, verflixt. Wow, wow, wow. Wer steht denn da? Komm her. Leroy, du könntest ruhig ein bisschen helfen, finde ich. Ja, der Skill ist klasse. Wo ist denn der Optien? Weg da aus dem Weg, geh weg. Aber Leroy, du taugst gerade wirklich nicht viel. Komm her. Dass das hier gleich so zur Sache geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat widerstanden. Komm her, Optien, ich krieg dich. Ah, da sind die schon wieder hier. Komm her. Attentäter der weißen Hand. Wieder auf den Octien erwischt. Das ist gut. Wir kümmern uns mal gar nicht hier um diese Herrschaften mit dem Bogen, sondern greifen einfach mal an.
Das ist die Kamera, die ist manchmal wirklich doof. Oh, da kommen noch mehr. Jetzt habe ich die Messer, das ist nicht gut. Komm her. Aus dem Weg, hier, geh weg. Oh, wieso habe ich jetzt die Messer? Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Ah, Leroy ist da. Danke, Leroy. Schön, dass du da bist. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas anderes... Habe ich denn nicht irgendwie meisterhafte Schadensabwehr? Das ist doch gut, oder? Die trinkt man jetzt auch gleich mal. Wo bin ich denn? Ich sehe mich nicht. Zeit zu bluten, ja. Also jetzt habe ich dann demnächst gleich die Schnauze voll von euch, Leute. Gut, dass es Tränke gibt. Ich weiß, ich könnte eigentlich auch mal meinen Schicksalsskill nehmen. Hey, 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 hey. Reicht's mir? Geht's echt gleich zur Sache? Ich glaube, ich spinne. Komm her. Ich dachte, ich muss ihn überzeugen, dass er sich selbst beschuldigt und stattdessen muss ich ihn umbringen, oder wie? Also echt. Ah, F, 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 F. Doch, ich wag das. Ich wag das, mein Freund. Guck mal einer an. Und Leertaste, 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 Leertaste. Yes. Bist du jetzt tot? Ich glaub's nicht. Leute, das war ja wirklich heftig, ehrlich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt so zur Sache geht hier. Jetzt gucken wir einfach mal ganz schnell zurück und gucken, was die uns hier gedroppt haben. Ja, viel Kohle. Gut, dass es die große Schadensabwehr gibt. Da ging es gleich voll zur Sache. Ja gut, euch lasse ich einfach mal da stehen. Ich komme da ja nicht mehr so einfach zurück, dann lassen wir das einfach. Und Leroy hatte sich zwischendrin dann doch mal kurzfristig entschlossen, uns zu unterstützen. Na gut, dann hüpfen wir mal. Sind wir im Forum. Also irgendwie nimmt das jetzt dann doch erstaunliche... Hallo, Juriel. Nun ja, Octien hat im Livrarium ein Feuer gelegt und Attentäter angeheuert. Wenn das kein Schuldeingeständnis ist, weiß ich es auch nicht. Es steht außer Frage, dass wir Templer ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen müssen. Für die offensichtlichen ebenso wie für die heimlichen. Obwohl ihr entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung gehandelt habt, wart ihr äußerst effektiv. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Oh, hört, hört. Octien ist also erledigt? Davon gehe ich aus. Falls er die Verletzungen überlebt, die er im Kampf erlitten hat. Ich habe bereits die sofortige Aussetzung all seiner derzeitigen Studien und Projekte angeordnet. Alle, außer diesem geheimnisvollen Seelenquell vielleicht. Dieses Projekt bedarf einer eingehenden Überprüfung hinsichtlich seiner ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ungeachtet dessen steht die gnomische Gesellschaft in eurer Schuld. Und wir bleiben niemandem etwas schuldig. Aber ich muss Ventrinio finden. Genau, weil ohne Ventrinio kommen wir ja nicht in das Land der Winterfeien. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Ventrinio Desellini. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Name bei dieser Angelegenheit eine Rolle spielen könnte. Wie es scheint, ist er dem Strick erneut entkommen. Ich nehme an, euer Freund Schola Hughes kann euch diesbezüglich weiterhelfen. Während ihr hier wart, haben ihn meine Leute bei der Bergung der Bücher beobachtet, die Octien verbrennen wollte. Doch nun entschuldigt mich bitte. Ein Templer hat seine Macht verloren und Adessas politische Geier kreisen schon. Okay. Gute Nachrichten. Ach, guck mal, da kommt er ja, der Hughes. Wunderbar, dann sprechen wir mit dem und dann gucken wir mal, was wir hier lernen können. Was benötigt ihr? Hey, Formos. Ich hätte wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass Octien kampflos aufgeben oder Beweise hinterlassen würde. Nee, ich glaube nicht. Welch eine Verschwendung. Einige der Bücher, die er verbrannt hat, waren Jahrhunderte alt. Aber glücklicherweise konnte ich ein paar von ihnen aus den Flammen retten. Und gibt's irgendwas von Wert? Oh ja, vieles davon ist wirklich wundervoll. Abhandlungen über das Wesen des Todes, unzählige Tabellen mit Autopsieauswertungen. Aber nur ein Gegenstand, der tatsächlich von Wert ist. Octiens Tagebuch. Nach allem, was ich auf diesen Seiten gelesen habe, arbeitet Ventrinio auf einer Insel in Chluricon. Mhm. Das liegt hinter den Tuata-Linien. Das ist wahr, aber diese junge Dame sagt, sie kenne eine Lösung für dieses Problem. Ich weiß nicht, wie gut ihr Alyn Shear kennt. Ja, ein bisschen. Aber sie scheint unbedingt mit euch sprechen zu wollen. Ach, Alyn. Und wenn ihr Ventrinio begegnet... Seid vorsichtig. Sein Genie hat ihn seine geistige Gesundheit gekostet.
Er könnte euch ein zweites Mal töten wollen, nur um sicher zu gehen. Aber wenn er noch nicht komplett wahnsinnig ist, sollte Ventrinio in der Lage sein, euch nach Alabastra zu bringen. Und was ist mit eurer Arbeit? Bedauerlicherweise werden die Forschungsarbeiten am Seelenquell vorübergehend ausgesetzt. Octienne hatte sie im Geheimen organisiert und die anderen Templer werden nun so viel wie möglich darüber erfahren wollen. Aber ich glaube nicht, dass ich währenddessen untätig sein werde. Jetzt, wo Octienne aus dem Weg ist, wird Adessa wohl einen neuen Templer brauchen. Du hast Octienne bezwungen, deine finsteren Pläne offengelegt und bewiesen, dass es oft ebenso wichtig ist, die Schicksalsfäden zu entwirren, wie sie abzumessen und zu spinnen. Plus 5 Erfahrungen. Ja, das ist wunderbar. Okay, aber das nimmt ja eine interessante... Genau, das, ne, hier, Ventrinius Assistent, weil das nimmt ja eine wirklich interessante Wendung an, weil ganz offensichtlich haben wir vor unserem Tod bei Ventrinio als Assistentin gearbeitet. Und aus irgendwelchen Gründen sind wir zu Tode gekommen und sind dann im Seelenquell vom Formeris Jux aufgetaucht. Tja, da werden wir jetzt natürlich erstmal fragen, was hat's denn nun eigentlich mit Ventrinio auf sich? Mein alter Kollege Ventrinio de Cellini. Wir haben einige Zeit lang unter Templer Octienne zusammengearbeitet. Er war ein brillanter Scholar, aber eine schreckliche Person. Okay, und seine Assistentin? Octiennes Tagebuch verrät, dass Ventrinios Assistentin während einer wichtigen Mission ums Leben kam, die ins Herz von Alabastra führte. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das Datum, an dem diese Assistentin gestorben ist, liegt kurz vor dem, an dem ihr ins Leben zurückgekehrt seid. Ja, du hast es ja schon gesagt. Er hat es ja schon gesagt in den Salzquellenminen, dass wir die Assistentin waren. Gut, tja, dann fragen wir nochmal den Tuata, weil wenn wir hinter die Tuata-Linien müssen. Die Tuata sind eine radikale Splittergruppe der Feien. Sie sind wahnsinnig, blutrünstig und unsterblich. Selbst wenn sie sterben, kehrt ihre Essenz in ihre Heimat zurück, um später wiedergeboren zu werden. Sie hassen Sterbliche wie euch und mich und wollen uns vom Antlitz Amalus fegen. Ich kann nur vermuten, wie sehr sie die Vorstellung hassen müssen, dass auch Sterbliche wiedergeboren werden können. Tja, gut, dann lebt mal wohl. Ihr tragt nun eine gewaltige Verantwortung, meine Liebe. Ja, das ist wohl wahr. Lebt wohl. So, dann werden wir mal ganz kurz gucken, was wir hier lernen können, weil hier hat es irgendwelche Lehrer. Wo sind sie denn? Bist du ein Lehrer? Du bist ein Lehrer. Die Alpha besitzen mit Rathier eine beeindruckende Stadt. Aber Stein für Stein gesehen, würde ich Adessa zu den großartigsten Städten der Welt zählen. Zumindest, wenn es erst fertiggestellt ist. So, bannen. Ausbildung. Lebt wohl. Also gut, dann werden wir ein bisschen bannen lernen, wenn wir es quasi ja, für so gut wie nichts kriegen, außer durch ein bisschen Kohle. Kann ich's noch mal? Ich muss mich täglich um so vieles kümmern. Aber ich fürchte, für eine Besucherin ist das eher uninteressant. Außer natürlich, interessiert ihr euch vielleicht für die Fähigkeit des Bannens? Naja, nicht wirklich, aber können wir nochmal? Nee, wir können nicht. Lebt wohl. Hallo. Man kann immer nur einmal und dann muss da noch irgendjemand sein, bei dem wir was lernen können. Bist du das? Seid gegrüßt. Komm her. Es ist eine herrliche Stadt, um sie zu erkunden, nicht wahr? Von den Wellen in den Krater hinunter zu blicken oder von den Inseln hoch zu den Gebäuden. Einfach atemberaubend. Und was lernst du mir? Oh, das kann ich noch nicht. Überzeugen. Oh Gehabt Gott. Euch wohl. Das habe ich total vernachlässigt. Tja, so oder so, nun sind wir hier erstmal fertig. Hauen wir mal noch mal ein paar Kisten kaputt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Und jetzt wissen wir, dass wir irgendwie... Gute Nachrichten. Da ist der Gute, oh Gott, da liegt der Octienne. Und nun müssen wir, wenn ich das richtig verstanden habe... Oh, da ist eine Kiste. Zu Eileen, die uns wahrscheinlich weitere Aufgaben geben wird. Wo ist denn jetzt die Kiste? Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen, ist schon klar. Aber das bisschen Geld nehme ich mit. Wer weiß, zu was man es noch brauchen kann, die Kohle. Tja, aber auch da. Ach, da müssen wir noch da oben. Okay. Also dann, auf zur Kiste. Ja. Wollte gerade sagen, da sind wir schon wieder falsch. Bin ich schon wieder falsch. Aber nein. Boah, das sind echt Riesengebäude. Meine Güte, aber auch.
Ich finde es ja lustig, als er gesagt hat, wenn die Stadt dann fertig ist, als ob eine Stadt jemals fertig sein könnte. Eigentlich ist es ja nie, oder? So Städte verändern ihr Gesicht über Jahrhunderte. Insofern frage ich mich, wovon der das fertig abhängig macht. Oh, wir wieder geplündert. Nee, wir plündern nichts. Keine Lust. So, okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir jetzt Aileen finden. Wo ist die denn, der Durchbruch? In Rathia. Wir brauchen die Erlaubnis von Elundkard, dem Sprecher des Rates von Rathia, um mit unseren Truppen nach Melsden Shia überzusetzen. Tilera hat mich gebeten, das war doch noch die Geschichte von... Genau, das war doch noch die Geschichte von Tilera. Von unserer Generalin, mit der wir zusammen diesen, ja, diesen epischen Speer erbeutet haben. Lust auf eine Plauderei? Aber wo finde ich denn jetzt Aileen? Hat der gute Formoros nicht gesagt, dass wir Aileen finden müssen? Was benötigt ihr? Ich benötige gar nichts. Ich benötige Erleuchtung. Seid gesegnet. Müssen wir jetzt zurück nach Rathia und dann übersetzen, dass es weitergehen kann? Sieht mir fast so aus. Ja. Ich würde vorschlagen, ihr Lieben, dann kehren wir nach Rathia zurück und vielleicht machen wir dann, aber bevor wir mit der Hauptquest weiterspielen, machen wir den DLC. Ich hoffe, dass wir das von der Stufe her, dass es von der Stufe her passt und verfolgen dann die Hauptquest erst dann, wenn wir den Toten Kehl, ne, die Geschichte vom Toten Kehl, das ist ja der DLC. Hier brauchen wir uns erstmal, ja, glaube ich, gar nicht groß umzugucken, oder? Nö, genau. Gut, dann gehen wir nach Rathia zurück und werden, glaube ich, tatsächlich erstmal die Legende vom Toten Kehl machen. Rathia. Schnellreise, genau. Und jetzt endlich, ihr Lieben, jetzt endlich sprechen wir mit der Kapitänin, die ihr mir schon so, so wärmstens empfohlen habt. Die irgendwie muss die was an sich haben. Wir haben ein Problem. Ah, hallo. Elundkard weigert sich, Truppen zur Unterstützung Melsentius zu entsenden. Okay. Der alte Narr wird sich niemals der Vernunft beugen. Aber wir haben doch das gleißende Licht. Eine Waffe ist nur so stark wie derjenige, der sie führt. Und ein General ist nur so mächtig wie die Armee, die er anführt. Wir müssen Kart überzeugen, uns zu helfen. Ihr findet ihn in der Oberstadt, wie er über die Meerenge nach Melsentia blickt. Dieser Narr könnte die Stadt ebenso gut schon aufgeben. Und wo sind die Soldaten? Sie sind in der Stadt, können sich uns aber nicht anschließen, bevor Elundkard ihn nicht seinen Segen erteilt, mit uns zu gehen. Okay. Agard ist unterwegs, um mit ihm zu reden. Er war mal ein ziemlich guter Kämpfer, soweit ich mich erinnere. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ausgeprägt sein diplomatisches Geschick ist. Okay, dann lebt mal wohl. Ihr Lieben, also das wäre jetzt weitere Hauptquest, aber wie gesagt, jetzt will ich erstmal diese Kapitänin kennenlernen, von der ihr mir immer erzählt habt. Markieren wir mal jetzt die Quests, die Legende vom Toten Kehl. Genau, das wollen wir jetzt spielen. Und nach Melsentia und in der Folge dann nach, wie hieß das? Alabastra, werden wir erst gehen, nachdem wir dem Toten Kehl das Handwerk gelegt haben. Die Stadtwache schläft nie, das ist gut zu wissen, sehr beruhigend. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese Kapitänin, von der ihr mir erzählt habt. Oh, wo geht's denn lang? Da geht's lang? Ach so, es stimmt, um zu starten muss ich irgendwo da rein, genau. Eine angenehme Brise, hä? Ja, das kann man so sagen. Absolut, das ist vor allen Dingen in diesen heißen Tagen sehr von Wert. Ups. Willkommen. Entspannt euch und ruht euch eine Weile aus. Mit dem hatten wir doch schon gesprochen. Entschuldigt, genau. Ich muss hier durch. Commodore Garrick. Oh, hallo. Ihr seht ziemlich gesund und fähig aus. Danke. Ich hätte da vielleicht Arbeit für jemanden mit euren Qualitäten. Mhm. Tja, genau, wegen des Auftrags komm ich auch. Ach, ich bin mir sicher, ihr werdet das Interesse verlieren, sobald ihr die Details kennt. Das geht allen so. Wir von der Handelsflotte der Alpha möchten einen Bevollmächtigten anheuern, der einen berüchtigten Piraten, den Toten Kell, und seine Mannschaft der Gehängten aufspürt und tötet. Okay. Und wer ist es? Im Zeitalter der mittleren Königreiche hatte er viele Namen. Der Geist des Frostbruchs,
Das blutrote Segel. Wenn Kerl seine Flagge hisste, fürchtete jeder Kapitän und Seemann um sein Leben. Viele Frauen wurden in diesen Tagen zu Witwen gemacht, meine Liebe. Doch natürlich ist das Jahrhunderte her, bevor er getötet wurde. Und der tote Kehl ist gestorben? Na, wahrscheinlich heißt er deswegen der tote Kehl. Oh ja, die Flotte der Alpha hat dem toten Kerl vor Generationen ein Ende gemacht. Sie verfolgte ihn bis zu seinem Inselversteck und machte Kleinholz aus seinem Schiff. Okay. Es gab keine Überlebenden. Jetzt versteht ihr hoffentlich unser Dilemma. Naja, nicht so richtig, weil er ist doch tot, oder? Oder ist er wieder aufgewacht? Naja, ist ja egal. Was hat er denn gemacht? Unsere Schifffahrtswege sind ein wahrer Spießrutenlauf. Der tote Kerl macht Jagd auf unsere Schiffe wie Scuffs, die sich an den Sterbenden laben. Wir sind ihm hilflos ausgeliefert. Eines von 5 Schiffen, das Rathier verlässt, geht verloren. Gute Seeleute verlieren ihr Leben. Lebenswichtige Vorräte versinken in den Tiefen. Das muss ein Ende haben. Okay, das machen wir natürlich. Stufe 10 Hammer. Das werdet ihr? Wirklich? Ich muss zugeben, damit hatte ich nicht gerechnet. Hier ist eure Bezahlung. Sie erfolgt in gutem Glauben. Meldet euch bei Kapitänin Res Brattigan an den Kais, sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt. Sie wird euch begleiten. Rest ist eine gute, loyale Gefährtin und eine fähige Seefahrerin. Ungeachtet dessen, was die Leute sagen. Aha. Möge Lyria euch beschützen und möget ihr ihren Atem stets im Rücken haben. Viel Glück. Und wo ist Kapitänin Brattigan? Sie hockt wie ein Seevogel am Pier und entfernt sich nie weit von ihrem Schiff, der Unheilsbraut. Die Unheilsbraut. Ich halt's nicht ihr aus. Ihr könnt Rest vertrauen. Ja, dann mach mal, dann mach's mal gut. Heute der Hafen. Oh mein Gott, okay. Also dann gehen wir jetzt Kapitänin Brattigan aufsuchen, die ihr mir schon so oft so wärmstens empfohlen habt. Und werden uns mit der unterhalten. Und ich glaube, dann machen wir Schluss für heute und starten dann den DLC wirklich ganz frisch in der nächsten Folge. Damit wir das dann so richtig genießen können. Aber jetzt unterhalten wir uns erstmal hier mit dem Mädchen. So, okay. Kapitänin. Ja? Hey, Brattigan. Ich bin gespannt. Ach, stört mich nicht. Ich warte auf eine Passagierin. Mhm. Irgendeine selbstmörderische Verrückte. Ah. Da darf ich mich nicht beim Tratschen erwischen lassen. Ich will einen guten Eindruck machen. Ah, okay. So. Jetzt erzähl mir mal was von dir. Als ich mein erstes Schiff gesteuert habe, ging ich meinem Vater gerade mal bis zum Knie. Ich habe es prompt in die Hafenanlage gerammt und mit einem Schiffbruch gleich 3 Boote versenkt. Super. Da wusste ich, dass es meine Bestimmung ist, zur See zu fahren. Von diesem Tag an habe ich mein gesamtes Leben auf dem Wasser verbracht. 20 Schiffe in 20 Jahren. Das muss eine Art Rekord sein. Oh Gott. Okay. So, dann erzähl mir, was weißt du denn vom toten Kehl? Er ist so schwer zu fassen wie der Nordwind. Ein Phantom mit einem Totenschädel als Gesicht und Flossen anstelle von Füßen. Jeder Seefahrer träumt davon, dem toten Kerl die Stirn zu bieten. Er und seine Gehängten gehen, wohin es ihnen gefällt. Sie sind die Herren des Frostbruchs. Okay, die Gehängten? Blutgrimm, die flüsternde Hexe und der Baronett, Teufel und Mörder, sie alle. Sie bringen sämtliche Seeleute in Verruf. Ich weiß, was euch an ihr gefällt. So, und Galgens End? Meiner Erfahrung nach sind Inseln Orte, die man aufsucht, um Qualen und dem sicheren Tod zu entgehen. Galgens End ist jedenfalls eines der Ziele, die ich bei zukünftigen Reisen meiden werde. Okay, gut außer zu wissen. Außer natürlich, ich erleide dort Schiffbruch. Ach was, ja, einmal im Jahr hast du ja die Chance, habe ich gelernt. Okay, so oder so, lieber Kapitän, ich bin eure Passagierin. Na, da soll mich doch einer Kiel holen. Ihr seid also diejenige, die für die Flotte Galgens End finden und den toten Kerl erledigen soll. Das ist Selbstmord. Wirklich. Fragt die anderen. Ach, verdammt, das könnt ihr ja nicht. Aber macht euch keine Gedanken um sie. Wie meine Mutter immer sagte, traure nicht um die Verstorbenen. Selbst wenn sie dich hören könnten, wäre es ihnen egal. Welchen anderen? Na, wahrscheinlich alle die, die es schon versucht haben, den Kell, wie die ihn nennen, zu erledigen. Ihr wisst schon, die anderen Bewerber. Sie sind tot. Sie alle. Oder zumindest alle, die man gefunden hat. Viele sind doch einfach verschwunden. Einen dieser armen Kerle fand man in winzige Stücke gehackt. Ouch. Sie brauchten einen Eimer, um all seine Einzelteile aus der Brandung zu fischen. Aber nur keine Bange. Wir haben bestimmt eine wundervolle Reise. Ach, du hast ein sonniges Gemüt. Okay, na erzähl mir mal vom toten Kerl, wenn der so gefährlich ist.
Er ist der schlimmste von allen. Ein Schurke, der das Leid, das er verursacht, wirklich genießt. Aber er ist auch gerissen. Nicht einmal der Tod kann den toten Kerl einfangen. Ich wäre gerne diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Vielleicht bekomme ich dann endlich mal ein wenig Respekt. Oh Gott, du Arme. Okay. Und was genau ist Galgens End? Es ist die mysteriöse Inselfestung des toten Kerl und seiner Mannschaft. Wieso? Wisst ihr, wie man dorthin gelangt? Ich habe nämlich nicht die geringste Ahnung. Oh, Jesus. Ich hatte gehofft, es unterwegs rauszufinden, aber ich frage mich langsam, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ja, das frage ich mich mittlerweile auch, ob das eine gute Idee ist, mit Bratigan zu fahren, aber ich weiß genau, was ihr an ihr gut findet. Egal, ihr seid mutig, meine Gute. Schmeicheleien bringen euch nicht weiter. Außer ich habe zu viel getrunken. Dann fürchte ich, bringen sie euch an alle möglichen seltsamen Orte. Aber ich sollte das besser nicht vertiefen. Mhm. Tari und ich sind bereit, wenn ihr seid. Brauche ich noch irgendwas? Nur das, was ihr im Notfall auch bei euch haben wollt. Dort, wohin wir uns begeben, gibt es keine Händler. Okay, ich bin ausgerüstet. Und wer ist Tari? Wahrscheinlich ihr Schiff. Er ist der ausgezeichnete erste Mat hier neben mir. Worte sind allerdings nicht unbedingt seine Stärke. Es ist ohnehin schwer zu sagen, wo genau seine Stärken liegen. Ich fand ihn, nachdem ich gezwungen war, meinen ehemaligen ersten Mat auf einer einsamen Insel auszusetzen. Der Mann war besessen von mir. Vermutlich, weil ich Sex mit ihm hatte. Ja, das kann sein. Eine Menge Sex. Aha, okay, aha. Gut. Tja, okay, wir sind bereit, oder? Warte mal. Nein, wir wollen hören, was er dazu zu sagen hat. Wisst ihr, wo ihr hingeht? Angesichts der Tatsache, dass ich nicht an Nautik glaube, muss ich das wohl verneinen. Nicht im Moment. Aber keine Sorge. Wenn man nur häufig genug Schiffbruch erlitten hat, lernt man damit umzugehen. Okay, alles klar. Wir begeben uns jetzt in die Hände dieser Dame. Wir sind bereit. Mein Schiff erwartet euch, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Ihr werdet feststellen, dass es sowohl schnell als auch seetüchtig ist. Na dann, lass Geht sehen. Geht nur nicht runter in den Laderaum. Da unten ist ein Leck. Ein großes Leck. Ich prophezeie uns eine ereignislose Reise. Okay. Vielleicht wird uns sogar langweilig. Nun denn, lasst uns in See stechen. Okay, das gucken wir uns noch an. Vertraut niemandem, außer mir natürlich. Jawohl, ich hab's verstanden. Jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, ob wir hier wohlbehalten ankommen. So, höret die Geschichte des Piratenkönigs, der vom Dunkel Rathir. Bis zum Frostbruchmeer in Kielwasser fuhr. Sein Name war der tote Kerl. Mit seiner Mannschaft der Gehängten und einer knochenbleichen Flagge segelte er von Galgens End fort. Und kein wahrer Seemann Frieden fand, wenn sich näherte des toten Kerls Schiff. Nun ja, dann scheinen wir ja einigermaßen wohlbehalten angekommen zu sein und mir ist schon klar, warum Bratigan die Kapitänin ist, die uns herfährt oder herbringen muss, weil ich glaube, keine andere wäre verrückt genug. Ihr Lieben, wir gucken uns das morgen genauer an. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!